als nächste Rednerin an Bord Ruperta Lichtenegger, die Wirtschaftssprecherin der Grünen. Danke, Herr Präsident, Herr Vizekanzler, Frau Ministerin, werte Damen und Herren. Ja, wir werden der Vorlage, die die Adaption des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vorsieht, in dieser Form unterstützen. Und vom unlauteren Wettbewerb, das haben wir heute vom Kollegen Schultes bzw. von Kollegin Bayer vorhin schon gehört, ist die andere Seite sozusagen der lautere Wettbewerb oder eben der faire Wettbewerb. Und es ist die Frage, wie ist fairer Wettbewerb denn ausgestaltet? Und vom fairen Wettbewerb kommen wir natürlich auch zum fairen Handel. Und wenn wir beim fairen Handel sind, sind wir bei dem Thema, wie gestalten wir den die Globalisierung, wie gehen wir mit den Produkten im Generellen an, um, beziehungsweise in der Umwelt, in der sie hergestellt sind und insbesondere von den Menschen, die diese Produkte auch herstellen. Und das ist natürlich eine Frage auch des Selbstverständnisses, der Wertschätzung, des Respekts vor dieser Arbeit und mit dem auch fair umzugehen und faire Bezahlung, aber auch natürlich die Bereitschaft, das hier in den Regelungen mit einzunehmen und entsprechend auch diese fairen Preise zu bezahlen. Das ist auch das Thema des fairen Handels, wo wir heute die Ausstellung haben in der Säulenhalle. Und es geht natürlich in dieser Form auch darum, wie werden Rahmenbedingungen in Europa generell gestaltet? Und der Kollege Schultes hat heute wirklich spannende Ausführungen gemacht zu den Bereichen, aus denen er kommt, die man auch unterschreiben und unterstützen kann. Die Frage ist dann, wie oder warum jetzt seitens der ÖVP-Bauern dann TTIP in dieser Form unterstützt werden kann. Denn da geht es selbstverständlich auch um Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen gestalten und das kann in dieser Form auch zu Preisdumping führen hier und damit die Märkte in den Entwicklungsländern, in den Ländern des Südens massiv beeinträchtigen. Also Herr Kollege Schultes bzw. die Kolleginnen und Kollegen von der ÖVP, wenn man das ernst nimmt, was Ihr Kollege Schultes ausgeführt hat, dann muss man sich den Zugang zu TTIP genauer überlegen. Ja, und wenn wir von Fairness reden und Wettbewerb, dann geht es natürlich, da kann ich den Kollegen Schultes unterstützen, um das Best-Bitter-Prinzip. Völlig richtig. Ja, völlig richtig. Und wir haben viele Gemeinden, die auch bemüht sind, das umzusetzen, auch mit den Produkten aus der Region. Wir haben viele auch Supermärkte, die beginnen darauf zu achten und entsprechende Produkte zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen. Und das ist gut so und das ist auch, liegt dann bei den Konsumenten entsprechend zu agieren. Aber selbstverständlich, es geht auch um die Auszeichnung. Aber die nächste Herausforderung ist es, dass wir genau hier auch auf Bundesebene das umsetzen, das Best-Bitter-Prinzip vor dem Billig-Bitter-Prinzip. Denn das wird für Qualität sorgen, für Respekt vor der Arbeit, die da investiert wird, ob das jetzt unsere Bauern in Österreich sind oder die Bauern im Süden in den Entwicklungsländern. Genau auf das muss auch fokussiert werden. Und das ist eines der nächsten Dinge, die wir durchaus auch gemeinsam angehen sollten.